Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei The Love Boat. Und wir sind vor Anker gegangen in Puerto Vallarta in Mexiko. Jawohl. Und hier kommt der nächste Bonus. Überreif. Die Sonne brennt heiß, was nicht gut für all die Bioprodukte ist. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. 600, die Kamera. Warte mal. War hier nicht irgendwas mit... Warte mal, war hier nicht irgendwie Kühlsystem? Das werde ich mal kaufen, in der Hoffnung, dass mir das irgendetwas jetzt bringt. Serviere die Bestellung, ehe etwas wird... okay, wir füllen das auf. Okay, so, das ist aufgefüllt. Sonst konnte ich nichts auffüllen. Na gut, na gut. Dann wollen wir mal gucken, was die Ladies hier so möchten. So, das ist für dich. Sag mal, ihr wollt irgendwie eine Blume im Glas? Oder was ist das hier für ein Dingen? Ich habe keine Ahnung. Blume im Glas, von mir aus. So, einmal aufräumen. Gopher, warum stehst du eigentlich so weit da oben? Komm doch mal hier runter. Muss ja so ewig rennen. So, Blume im Glas nach da oben. Hut nach da. So, hier kann kassiert werden. Hier einmal Foto machen, bitte. Das ist ja schon cool, ne? So ein Foto vom Wasserfall. So, 1, 2, 3. Dahin, dahin. Ich hoffe, die Blume im Glas verdirbt nicht auch. So, bitteschön. Aber eigentlich haben wir doch im Moment nur diese Papaya hier, oder? Die verderben könnte, oder? Bin mir nicht sicher. So, das ist für euch. Hier wird kassiert. Okay, aber viele Gäste haben wir noch nicht im Moment. Also so richtig, richtig viele. Es hält sich noch in Grenzen. Gopher, komm hier runter. Okay, warte. Das ist für dich, Büffel. Eins, zwei für euch. Und hier ein Foto. Nee, das ist schon echt cool hier. Foto vom Wasserfall. Aber warum Isaac das machen muss, hier unser menschlicher Mixer, ich weiß es nicht. So, du möchtest Blume im Glas, bitteschön. Noch zwei Blumen im Glas nach da oben. Aber die trinken die Blume im Glas, ne? Ich müsste eigentlich mal gucken, was das da genau ist. So, einmal aufräumen, bitte. Das ist für euch und hier wird kassiert. So, junge Frau, du möchtest ein Foto? Mache ich dir doch bitte lächeln. Jawohl, und einpacken. Und einen Hut hier hin. So, kassieren da. Zwei Blumenglas nach da oben. Bling, 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 bling. Sehr schön. Also das scheint mir jetzt gerade nicht besonders schwierig zu sein hier. Weil das verdirbt ja nichts. Dann finde ich super. Jawohl, und tschüss. So, warte, das, das und das, das und das darunter. Was ist denn jetzt? Hallo? Ja, das ist jetzt verdorben. Das habe ich wohl gesehen, aber warum? Ich habe es doch genommen und bin direkt dahin gegangen. Hä? Hä? Ich verstehe nicht. Serviere die Bestellung, bevor etwas verdirbt. Ja, ja, aber ich bin doch direkt darüber. Okay, probiere ich noch einmal. Das ist ja merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. So, du den Hut. Bitteschön. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich kann ja nur anklicken, anklicken, anklicken. Ich hole die Blume noch. Oder muss ich das einzeln bringen? Aber ich habe das eben als... Ja, jetzt verdirbt das da. Aha. Aber ich habe das eben als letztes genommen. Das kann doch nicht sein. Das ist sehr komisch. Okay. Also wenn die Papaya kommt, dann einzeln wegbringen. Aber verstehen tue ich es gerade trotzdem nicht, weil beim ersten Mal hatte ich die am Schluss geholt. Und bin doch direkt darüber gegangen.
sehr, sehr merkwürdig, ihr Lieben. Gut, dann kriegt ihr jetzt das zuerst und dann hole ich die Papaya. Und den Weg muss ich ja nun gehen. Das nutzt mir ja auch nichts hier. Ja, okay. Okay, okay. So, zweimal das für euch. Aufräumen hier unten. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich muss gleich niesen, glaube ich. So, was möchte denn der junge Mann hier? So, der möchte das, okay. Aufräumen da oben. So, warte, jetzt hole ich schnell die Papaya. Bringe euch die, hole das, bringe euch das. Mache das Foto ganz fix. So, für dich, du kannst gehen. Bling, 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 bling. So, hier aufräumen. Und was möchtest du, Lady? Ja, ich komme gleich zu euch. Jetzt mache ich erst die Lady schnell. Drei. So, das darüber. Okay. So, ihr wollt da bestimmt Papaya. Papaya. Nee, wollt ihr nicht. Ihr wollt Blume im Glas. Okay. So, wer ist jetzt von euch zuerst? Sie ist zuerst. Okay. Und dann hier ein Foto machen. So, bitteschön, junge Frau. Aber ihr wollt Papaya da oben, ne? Nein, wollen sie nicht. Okay, dann eben nicht. Soll mir recht sein. So, sie möchte auch die Blume im Glas. Okay, Gopher da einmal aufräumen, bitte. Und ja, du kannst gehen. So, ein, zwei, darüber. Und er möchte auch eine Blume. Okay, Foto machen gleich. Jawohl, jetzt. Bitte schön, für dich. Kassieren, aufräumen. So, warte, jetzt hole ich euch erstmal die Blume. Und dann das, 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 darüber. Blume. Okay. Das hat geklappt. So, hier eine Blume hin. Das, das, das. Dahin, dahin. Ja, ja. Komm, 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 Isaac. Aufräumen da oben. So, was möchtest du? Okay, das, das, das. Alles klar. Dann muss ich mal Papaya nachholen. Warum rennt er denn jetzt so schnell? Isaac, what the hell is going on? Isaac rennt voll los. Hier, mach mal da ein Foto gerade. Das bringen wir ihm jetzt erstmal. Ach so, er fängt dann an zu rennen, weil ich da unten die Punkte erreicht habe. Alles klar, so, warte. Okay, so, dann hole ich das und bringe euch das. Wer das verdirbt jetzt, dann werde ich aber sauer. Das kann ja nicht sein. Okay, hat geklappt, wunderbar. Er rennt voll los hier. Das finde ich eigentlich gemein, dass er erst anfängt, sich zu bewegen, wenn das Level hier fertig ist, oder? Ja, ja, jetzt bist du echt schnell, mein Freund. Das ist eine Unverschämtheit. So, da haben wir es doch hingekriegt. War ein bisschen merkwürdig, aber okay. So, wo waren wir? Hier unten. Okay, Level 17. Single-Damen. Wackelige Beziehungen auf festem Boden. Okay. Ich habe 300. Wir können für 300 nichts. Hier ist eine Melone. Da ist eine Melone, ihr Lieben. Das macht mir Sorge. Wir können nichts kaufen. Jenny, wenn man sich liebt, dann heiratet man besser nicht. Das macht nur die Beziehung kaputt. Wir wohnen schon seit Jahren zusammen. Warum sollten wir uns das jetzt ruinieren? Deine Mutter schaut mich immer noch schräg von der Seite an. Selbst nach 5 Jahren. Das bildest du dir nur ein. Sie weiß doch noch nicht einmal, dass wir zusammen wohnen. Oh, ja. Was? Du hast ihr das nie erzählt? Ich schätze, dass ich das immer irgendwie gerade wieder vergessen hatte. Ronald, du bist einfach unglaublich. Halte dich am besten von meinem Schiff fern. Aber... Sofort. Also, wenn das so ist... Du hast gerade selbst dieses Schiff hier verpasst, meine Süße. Ja, Ronald, du bist ein Schiff. Lauf ein in den nächsten Hafen. Ich glaube, die Idee mit der Party gefällt mir doch sehr. Ja, Kines. Dann macht ihr mal Party.
Den beiden Mädels ist nach Männergesellschaft. Serviere, was soll ich servieren? Die gewünschten Drinks. Achso. Okay, wir haben Melone. Ja, Melone. Zeig mal hier. Geht das hier mit der Melone? Wie geht das hier? Was soll ich jetzt hier machen? Ach, ich muss die anklicken. Ach so, die Melone läuft über. Okay. Nee, ich kann da jetzt leider nicht gucken, was die da bequasseln. So, das. Und, ach, guck mal. Ich habe Melonendrink dabei für euch. Jetzt hätte ich es geahnt. Ach, die wollen sich schon wieder zukippen hier unten. Okay. Diesmal mit den Männern zusammen. Da braucht ihr aber noch zwei Gläser. Hört mal. Aber ihr könnt euch natürlich auch zwei Gläser teilen. Na, zu viert ist ja kein Problem. So, hier kommt jetzt gleich ein Foto. Oder ist er schneller? Nein, sieh erstmal das Foto hier bitte. Ja, warte. Das bringe ich ihr jetzt erstmal. So, dann braucht er das und das hier. Komm, Isaac, du kannst so schnell rennen. Das habe ich genau, wo ist die Maus da am Wasser? Alles klar, hab sie. Du kannst so schnell rennen. Das habe ich genau gesehen eben. Ich muss gucken, ich muss dieses Ding hier kaufen, wenn das irgendwie geht. In der Hoffnung, dass es Überlaufschutz hat und so, ne? Versteht ihr, was ich sagen will? Ich fange schon an zu stottern. So, hier, ihr Kerle, dann geht mal darüber. Was? Zwei so schöne Frauen? Blablabla. Aha. So, warte. Das kannst du schon mal mitnehmen. So, das und das. Und dann brauche ich das. Nach da. Dann gehe ich ein Foto machen. Oh Gott. Und während das Foto da entwickelt, gehe ich kurz kassieren. Ja, winke da unten. Ich habe es gesehen. Aber ich muss der Dame hier erstmal ihr Foto bringen. So, jetzt zu euch. Ihr seid vielleicht Schluckspechte hier unten. Echt. So, zweimal Melone, okay. Geh mal kassieren, Isaac. So, pack die Melone ein und dann hierher. So, und er wird auch kassiert. So, er möchte Foto. Na komm schon. Ja, Foto aufräumen. So, bitteschön, junger Mann. So, ihr könnt darüber. Setzt euch mal zu den Ladies. Boah, der Melonensaft dauert auch ewig, ne? So, einmal da hochbringen. Ich fülle mal ganz kurz ein bisschen Papaya auf. So, okay. Jetzt bringe ich euch euer Gesöff hier unten. Alter, das sind voll die Schluckspechte hier. Die müssen doch irgendwann unter den Tisch rutschen, oder? So, das für euch. Was möchtest du hier, mein Freund? Ja, komm her. Ich gehe da kassieren. Okay, der erste Stern ist da. Wunderbar, Foto. Aufräumen, Gopher, damit du auch was zu tun hast. So, Foto dahin. Und da rennt wieder los, ey. Ja, hier. Geht ihr mal zu den Frauen, bitte. So, das. So, warte, noch einmal. Dann bringe ich euch das da hoch. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Packen das noch mit ein für unsere Schluckspechte hier. So, bitteschön für dich. Das bringe ich darüber. Da räumt Gopher auf. Ich mache hier noch eine Kombo. So. Jawohl, da ist der Stern. Sehr schön. Uiuiui. War knapp. Mal wieder. So ein bisschen. Alles klar. Eieiei. Also hier muss ich gucken, dass ich das irgendwie vielleicht kaufen kann. Ich hoffe, das bringt auch was. Ich muss schon zugeben, Sandy. Zuerst dachte ich, dass eine Kreuzfahrt vor der Hochzeit viel zu viel Aufwand wäre, da wir noch mit der Wahl so viel zu tun haben. Aber jetzt bin ich froh, dass du mich überredet hast. Das ist einfach perfekt. Wie bist du überhaupt auf die Idee einer Kreuzfahrt gekommen? Ach, das ist mir einfach so eingefallen. Ich dachte, dass es uns gut tun würde, eine kleine Auszeit zu nehmen. Von der Wahl, der Stadt, den Magazinen. Ja, Sandy, was zum... Mir ist gerade klar geworden, dass es ja eigentlich gar keine Kreuzfahrt ist, wenn wir nicht an Bord sind. Vielleicht sollten wir besser wieder zurück aufs Schiff gehen. Aber ich nur... Na gut, was auch immer du möchtest.
Oh Mann, ey. Jetzt lass ihn doch die blöden Magazine sehen. So schlimm wird... Naja, wie gesagt, er ist vor der Wahl, ne? Könnte doof werden. So. Es ist richtig Level 18, ne? Level 18. Schmackhafte Werbung. Ein berühmter Meisterkoch kommt nach Ensenada. Hilf Isaac, die perfekten Stellen für alle Veranstaltungsflyer zu finden. So, ich will jetzt erstmal gucken. Ja, aber von Auslaufschutz steht hier jetzt leider nichts dabei, ne? Ist aber doof. Ich spar trotzdem da drauf. Ja. Ich spare trotzdem da drauf. Die Gefahr ist gebannt. Ich habe sie gebeten, die Magazine aus dem Verkauf zu nehmen. Da wäre nur ein kleines Problemchen. Es wurden bereits mehrere Ausgaben verkauft. Was? Wie soll ich denn die jetzt finden? Da suche ich ja nach der Nadel im Heuhaufen. Keine Sorge, ich gebe dir einen Tipp. Welchen? Die Käufer waren Männer. Oh Gott. Was für Karlauer? Anscheinend hast du hier schon neue Bekanntschaften geschlossen. Ja, das ist ganz wunderbar. Ach mein Gott, finde die perfekte Stelle für jeden Flyer. Und hänge halt einfach alles auf. Okay, komm, mach mal die Papaya hier oben. Ich hoffe, das ist eine Papaya. Ja. Was auch immer. Ah, hier. Hier liegen jetzt Flyer rum. Aber damit kann ich erstmal so nichts machen. Nein. Okay, das und das. Und natürlich Melone. Wie soll es anders sein? Okay, warte, jetzt. So, warte. Ach nee, da passt jetzt nicht mehr drauf. Ah, shit, Grom. So, warte. Wo muss der jetzt hin? Ach, da oben. Ja, ja, okay, ich komme. Ich komme und hänge den Flyer auf. Alles klärchen. Oh, okay. So, warte, einen Hut für dich. Bitte schön, hier unten einmal aufräumen. Das, das und einmal das. So, das ist dann für euch. Und hier machen wir ein schickes Foto. Der Flyer hängt aber auch ganz schön daneben hier, ne? Also so richtig angetackert ist das nicht. Wie oft muss ich das noch machen? 1, 2, 3, 4 Mal noch. Okay, aufräumen da. Flyer. Und Maus mit Angelhut. Warte, wo muss denn jetzt der doofe Flyer hin? Ach, hier. Ach, okay. Okay. Danke für die Pfeile. Ich glaube, ohne Pfeile würde ich es gerade nicht finden. Naja, so, bitteschön. So, wer... Oh, nee, tut mir das doch nicht an hier. Doofen Melonensaft. Ich meine, ich freue mich ja, wenn es euch schmeckt, aber... Es ist ein bisschen viel hier. Echt jetzt mal? Ja, jetzt will der Flyer hier auch noch irgendwo hin. Wo kommt denn der hin? Na, hier. Und ich brauche dann aber immer noch einmal Melone, bitte. So, einmal da aufräumen. So, pack das ein, bring das jetzt mal flott darüber. Und er guckt auch schon ganz doof. Okay. Das ist für dich. Das kommt da hoch. Hier einen Hut. Da bitte aufräumen. So, Kombo, dankeschön. Ha, und noch ein Flyer. Wo kommt der denn hin? Da hin. Okay. So, aufräumen da. So, Melone und Blume im Glas. Okay, ja, ja. Foto mache ich auch gleich von dir da oben. Bitte geh nicht weg. Ich komme. Dann kassiere ich gerade mal hier. So, geh mir da hoch. Bring dir mal dein Bild. Und er möchte die Pantoletten. Und hier wird aufgeräumt. So. Einmal das, ein Flyer noch, ne? Ja, pack mal ein. So, bringen wir da rüber. Wo muss der hin, da oben? Alles klar. Hier aufräumen. Aufräumen, aufräumen. Danke. Und die Flyer haben wir erledigt, das ist super. Ach, das ist schön. Guck mal, wir stehen gerade hier oben. Das finde ich gut. Aufräumen da unten. So, das ist für euch. Hier noch ein Hut hin, da wird kassiert und ein Foto gemacht. Warum habe ich jetzt... warum habe ich denn denen ihre Sachen jetzt nicht... Habe ich das nicht angeklickt? Jetzt bin ich durcheinander. Oh Mann. Oder das Tablett war voll, ich weiß es nicht. So, jetzt brauchen wir hier nochmal Melonas. So, und die Blume im Glas kann ich auch noch mitnehmen. So, für euch, für dich, kassieren.
aufräumen. So, warte, Melone, Blume im Glas. Und zweimal da oben die Papaya. Okay, ich komme. Aufräumen da unten. So, kassieren hier unten. Ja, ja, jetzt hast du ein Herz verloren. Da kann ich aber auch mit leben. Die Maus mit dem Angeloutfit, die finde ich klasse. Die sieht richtig hübsch aus. So, wir haben es geschafft. Sehr schön. Wunderbar. Dann werden wir euch bei dem Puerto Vallarta sehen. Abgemacht. Darauf könnt ihr wetten. Jetzt sind das doch schon drei Kerle hier. Emily, ich erinnere dich hiermit zu einer... Ach nein, ich ernenne dich hiermit zu einer vollwertigen Hüterin des Codes. Zugegebenermaßen hatte ich zuerst so meine Zweifel. Aber du hast dich als exzellente Schülerin herausgestellt. Das habe ich nur dir zu verdanken. Du bist eine wunderbare Lehrerin. Es gibt nur noch eine Regel. Es handelt sich hierbei um die goldene Regel, also gut aufpassen. Oh, es gibt noch mehr? Du darfst niemals, unter keinen Umständen, deine Freundin allein zurücklassen, wenn sie auf der Jagd sind. Wenn du ihnen hilfst, den Typen zu bekommen, dann helfen sie dir auch. Aber ich dachte, hierbei geht es gar nicht darum, irgendwelche Typen zu bekommen. Natürlich nicht. Wir wollen nur ein wenig Spaß haben, während wir uns an Typen ranmachen. Du brauchst ein wenig praktische Übung, dann wirst du es schon sehen. Komm schon, machen wir Puerto Vallarta unsicher. Oh Mann. Wenn das der Patrick wüsste, ihr Lieben. Wenn das der Patrick wüsste, dann würde er wahrscheinlich mitmachen. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Eventuell erfahren wir es in der nächsten Folge. Nein, ich glaube nicht, denn Patrick ist ja leider nicht dabei. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und bis dahin, eure Trin.